Boom, Junge! Oh mein Gott! Jo, der Kopf! Oh mein Gott! Ein XXL Kinderriegel! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind heute einfach mal am Start mit Kevin in einer XXL vs. Mini-Essen-Challenge, Leute. Wir werden heute immer, ja, zufällig Mini- oder XXL-Essen unter diesen Speiseglocken haben. Und wir werden mal schauen, was ist krasser, Mini oder XXL. Was denkst du, Kevin? Ich glaube, XXL ist cooler. Ja, okay. Wir werden auf jeden Fall schauen, Leute, immer bewerten. Ihr könnt natürlich auch eure Meinung schreiben. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, können wir direkt anfangen mit der ersten Sache. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1. Oh! LOL! LOL! Ey, oh mein Gott! Okay, Leute. Was? Du hast XXXL Nutella? Ja, Mann. Ich hab XXL Nutella. Das hat einfach nicht drunter gepasst. Junge, meins ist so voll mini, Digga. Okay, Leute, ich würde sagen, wir müssen mal meins herholen. Let's go! Oh mein Gott, Digga! Schau dir mal diese Nutella an, Junge! Oh, what? Digga! Mal so diesen Vergleich. Okay, Leute, ey, die ist einfach mal 3 Kilo. Und ich würde sagen, Kevin, Geschmackstest musst du jetzt eigentlich mal machen, ne? Oh nein, willst du mit einem riesen Löffel reingehen? Ja, normal. Junge. Okay, ja, dann viel Spaß beim Öffnen, ne? Boah, Junge! Oh, Alter! Digga, das ist größer als mein Kopf einfach. Boah, Alter, ey, das wird hier übelst geil, dieses Ding so zu zerstoßen. Junge, also meinst du schon auf? Ja. Nice. Oh mein Gott. Junge, was geht hier ab, Mann? Junge, das ist so, Junge. Das wirst du jetzt so essen. Kevin, bist du ready? Bist du ready, ist eher die Frage. Ja, ja, komm, Geschmackstest muss sein, Leute. Mit einem großen Löffel natürlich auch hier. Ah, Digga. Okay, 3, 2, 1, let's go. Boom, Junge. Oh mein Gott. Okay. Bruder. Ich kann nicht mehr. So, Leute, willkommen zu Runde 2 und ja, man ist vielleicht schon ein bisschen gespoilert, aber ich hab nichts gesehen. Ich auch nicht, Leute. Ich würde sagen, bist du ready? 3, 2, 1. Oh mein Gott! Junge, oh mein Gott, Leute. Meins ist irgendwie ein bisschen klein geworden. Bruder, ey, Alter, ich hab das größte Gummibärchen der Welt einfach mal. BTF, Mann. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Bruder. BTF, Mann. War voll lecker. Digga, einfach so reingebissen, Junge. Ey, das schmeckt aber ehrlich lecker. Also wirklich. Ich würde hier auch dem XXL das mit dem Punkt geben, oder? Ja, das sieht auf jeden Fall sehr cool aus, muss ich sagen. Also ist nicht böse gemeint gegenüber dem Gummibärchen, aber wir können es ja nochmal köpfen. Jo, der Kopf! Oh mein Gott! Ah! Bruder, das war elastisch. Oh mein Gott! Junge, Alter, ist voll schwer, ja? Oh! Oh oh! Dafür bist du im Gym, Lukas! Zieh, Junge! Ja! Okay, Leute, neue Runde, neues Glück auf jeden Fall. Vielleicht kriegst du jetzt mal endlich ein bisschen Glück und kriegst die XXL, sagt Kevin. Ich hoffe doch. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Nein! Junge, was? Junge, ich habe ein Riesenei. Oh mein Gott. Ey, krank, Mann. Kevin hat hier so... Ja, Junge. Ja, das ist genau wie dein Kopf eigentlich, ne? Dann packen wir mal beide aus. Glaubst du, du hast auch so eine riesen Überraschung? Boah, das wäre krass. So, Leute, Ü-Ei kennt natürlich jeder. LOL, ach, das ist echt so groß. LOL. Alter, Junge, wie viel Schokolade ist das? Ja, okay, beiß rein, Kevin. Digga, was vom Riesengeschenk. Oh mein Gott! Ah,
Ah, jetzt kann ich das auch so aufmachen. Oh! LOL! Junge, was? Oh! Oh mein Gott. LOL, was ist das? Alter, was? Hä? Einfach so ein Raumschiff oder so. Ist ja übel groß. So Leute, wir haben schon übelst den Zuckerschock, aber es geht direkt weiter auf jeden Fall. Junge, ich hoffe, jetzt kommt irgendwas Nices. Okay, 3, 2, 1. Was ist das denn? Bro, was ist das denn, Junge? Junge, hä, was ist das denn? Boah. Das kann man so aufziehen. Oh, Junge, WTF. Nee. Junge, das ist die längste Wurst. Digga, oh mein Gott, ja, viel Spaß, Kevin. Ich hab zum Vergleich, Leute, übrigens Mini-Winnie. Okay, Kevin, bist du ready? Junge, das riecht übel nach Wurst, Alter. Okay. Let's go, Mann. Meine schmeckt sogar lecker. Ja? Die können nicht mehr so später vom Schlafen gehen. Ja, wie viel Meter? Alle. Wie viel Meter Wurst kannst du dir vor dem Schlaf gehen? Mini-Winnie habe ich noch nie so gefeiert, um ehrlich zu sein, aber naja, haben wir auf jeden Fall auch mal probiert. Ich räume mal kurz meine Wurst wieder auf, eine Sekunde. Weiter geht's, Leute, auf jeden Fall nach der XXL-Wurst. Boah, ich bin echt gespannt, was jetzt drin ist. Hast du eine Vermutung? Mhm. Auch nicht, Leute. Ich schau nach. 3, 2, 1, go! Ich hab nichts. Ah! Oh, lol! Was? Oh mein Gott, ich habe so eine 0, ich habe eine XXL-Cola, aber wo ist die? Oha, muss man glaube ich schnipsen, oder? Warte mal. Boah, lol. Ey, deine ist 10-mal so groß wie meine. Mal, wie viel Liter hast du? Du hast 0,2, ich habe 2 Liter, Junge. Alter. Ach du Kacke. Digga, einfach 10-mal so viel Cola. Okay, krank. Ich fühle mich wie so, Junge. Okay. Oh, schmeckt geil. Boah, was meinst du? Wem geben wir hier den Punkt? Der XXL-Cola, da können mehr Leute von trinken. Ja, das stimmt. Okay, würde ich sagen, weiter geht's, Leute. So, Leute, weiter geht's auf jeden Fall. Wer hat XXL? Ich weiß nicht. Okay, also, gucken wir einfach mal. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1. What? Digga! Hä? Ein XXL-Kinderriegel? Was? Bruder! Ich würde mal sagen, wir schauen mal zusammen rein. Und. Lol. Oh, lol. Oh mein Gott, Scam! Hä? Scam, Junge! Lol, das sind einfach so 30 kleine. Lol. Ja, Leute, also, das sind ja scheinbar doch relativ normale Kinderriegel leider. Na, das ist natürlich ein bisschen traurig. Aber Kinderriegel ist krass, ich feiere ja. Kinderriegel. Kinderriegel schmeckt auf jeden Fall. Ich hab die 3 Riegel am Start. Bist du ready? Hier, Prost. Cheers. 3, 2, 1. Bruder, haben wir ja schon irgendwie so geschmolzen. Ey, also hier will ich einen kleinen Kinderriegel den Punkt geben. Oder? Ja. Weil das ist Scam. Also Freunde, nächste Runde. Eben hat das erste Mal das kleine Essen den Punkt bekommen. Hm? Und ich bin gespannt, was jetzt drunter ist. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Hä? LOL! Was soll das denn jetzt? Was? Digga, du hast so Mini-Bananen. Willst du mir damit was sagen, oder was? Ja, die erinnert mich ein bisschen an was anderes bei dir. Bei Junge! Bei mir kommt's auch gut hin, würde ich sagen. Junge, ich hab so eine Mini... Digga, was ist das denn? Warte mal. Okay, ich hab's auf jeden Fall aufbekommen. Ich meine, ist so klein, ich krieg die gar nicht auf. Endlich mal was Gesundes hier, Leute. Oh mein Gott. Cheers einmal, ne? Muss sein, deine sieht ein bisschen appetitlicher aus als meine. Ja, vielleicht. An. Aber mal schauen, Geschmackstest, Kevin. Und go. Ich feier Bananen. Also okay. Wir geben der großen Banane den Punkt, würde ich sagen. Ja, alles klar, Leute, weiter geht's. So, die alles entscheidende Runde. Ich bin ultra gespannt, was jetzt hier drunter ist und was auch hier drunter ist, Kevin. What? Oh, hä? Oh, ich habe eine Mini-Toblerone und du? Was hast du? XXL-Toblerone. Ah, zeig mal. Warte kurz. Oh, was? Digga, wie groß ist die denn? Junge, warte mal. Digga, die ist so
Junge! Sie ist größer als wir, wenn wir hier sitzen. Alter, ey, vergleich meine, Junge. Bruder, was zur Hölle? Kann man die jetzt wirklich essen? Ist das kein Scam? Boah, ich weiß nicht, wir müssen mal schauen. Oh mein Gott, jetzt bin ich ultra gespannt, Leute, ich bin ehrlich. Ah, Leute, das war mal so eine Umverpackung. Ja, zieh du mal da so, ich halte hier so fest. Ja. Digga. Junge, 4,5 Kilogramm. Okay, Kevin, bist du gespannt? Ja. Glaubst du, wenn du jetzt hier so das Ganze essen willst, ist das eine richtige Toblerone? Ich habe so ein bisschen Angst, ich bin dir ja ehrlich. Oh, hier kann man schon so aufmachen, guck mal. Wie so ein Paketband. Aber, ah, da unten. Ah, unten. Okay. Jetzt ist vielleicht mal messen hin, oder? Oh mein Gott. Lol. Alter. Leg sie mal am besten hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Lol. Nein, oder? Was? Kevin, bist du bereit? Nein, ich hab jetzt nicht, das ist so wirklich so eine Toblerone. Was? Was? Oh mein Gott! Was? Bruder! Was geht ab, Digga? Jürgen, also Kevin, ich snack mir mal meine Mini-Toblerone mal schnell, ne? Was zur Hölle? Okay. Junge, wie beißt man denn da rein? Junge, meine ganze Hand ist schon. Mach einfach weiter. Oh, Bruder, es ist viel zu fest, ja? Wie soll man das essen? Junge, Alter. Das schmeckt wie Toblerone. Genau so? Mhm. Okay, krass. Also da ist keine andere Füllung oder so drin. Digga, das glitscht mir ganz so voll aus der Hand raus. Also ich würde sagen, da geben wir den Punkt auch der XXL-Toblerone, oder Kevin? Ja. Schau mal, das ist mal an, Alter.